Und ohne weiteres würde ich jetzt an Herrn Gauland übergeben. Ja, meine Damen und Herren, die Ausbreitung des Islams in Europa und eine zunehmende Islamisierung Deutschlands bedeuten eine eminente Herausforderung für die Staats- und Gesellschaftsordnung, die kulturelle Identität und den inneren Frieden unseres Landes. Um dieser Herausforderung zu begegnen, bedarf es einer nüchternen Bestandsaufnahme des Islam, andererseits einer klaren Orientierung an den Prinzipien einer freiheitlichen politischen Ordnung. Für die Alternative für Deutschland sind dies die Prinzipien des modernen, säkularen, freiheitlichen und demokratischen Rechtsstaats, der den und der über den religiösen Geboten steht. Mit diesem Staatsverständnis ist der orthodoxe Islam, das sagen wir schon eine ganze Zeit, auf der Grundlage von Koran nicht vereinbar. Der Islam kennt die Trennung von Staat und Religion nicht. Er stellt das religiöse Recht der Scharia über das rein weltliche. Dem entspricht, dass die 1990 von islamischen Staaten verabschiedete Kairoer Erklärung über Menschenrechte im Islam alle dort und Freiheiten unter den Primaten auf dem Sunna, also dem Vorbild des Propheten Mohammed, regelt sämtliche Lebensbereiche einer islamischen Gesellschaft und erhebt damit auch einen politischen Anspruch. Gerade weil der Islam eben auch eine politische Doktrin ist, verbietet es sich, ihn allein unter dem Gesichtspunkt der Religionsfreiheit zu betrachten. Als politische Doktrin ist der Islam mit einer freiheitlichen Staatsordnung unvereinbar, insoweit gehört er nicht zu Deutschland. So ist dem Islam beispielsweise die Religionsfreiheit fremd. Der Abfall vom Islam gilt als todeswürdiges Verbrechen. Sogenannte Ungläubige sind im Dschihad zu bekämpfen. Ausdrücklich fordern mehrere Koranverse zur Tötung der Ungläubigen auf. Die sogenannten Schriftbesitzer, also Christen und Juden, werden nach islamischer Lehre im islamischen Herrschaftsbereich als Menschen minderen Rechts geduldet. Aber sie haben sich zu unterwerfen und eine Schutzsteuer zu entrichten. Von Anfang an ist dem Islam eine tiefe Judenfeindschaft eigentümlich. Die Geschlechter sind nicht gleichberechtigt, die Männer stehen über den Frauen und Homosexualität ist ein Verbrechen. All diese Lehren sind Bestandteil des Mainstream-Islams und nicht Erfindungen einer hiervon zu unterscheidenden Islamismus. Daher ist auch aus unserer Sicht die Letzteren als Missbrauch der islamischen Religion ausweisen will, abzulehnen. Islamistische Rhetorik und Taten, Gewalt und Terror wurzeln im Koran und in den Lehren des Islams. Demgegenüber stellen der Euro-Islam oder ein liberaler Reform-Islam, die ein säkulares Politikverständnis befürworten, Projekte einer verschwindend kleinen Minderheit von Muslimen dar. Im Zuge der Ausbreitung des Islams sind bedenkliche Veränderungen in unserer Gesellschaft längst unübersehbar. In mehreren Großstadtvierteln haben sich Islamische wird dort zur Verständigung nicht mehr gebraucht. Sogenannte Friedensrichter schlichten nach der Scharia Streitfälle aller Art. In Hunderten von Moscheen in Deutschland predigen Imame aus dem Ausland. Allein die Türkei entsendet in die über Beamte sind. Eine Moschee ist nicht einfach ein Gotteshaus, sondern ein multifunktionales Gebäude, dem auch eine politische Funktion zukommt. Was dort geschieht, entzieht sich weitgehend der Kenntnis deutscher Behörden. Es gibt eine Vielzahl von Vereinen und Verbänden, die sich als Vertreter der Muslime in Deutschland verstehen. Eine von den Muslimen allgemein anerkannte, verbindlich entscheidende Autorität existiert nicht. Unter den Verbänden befinden sich auch verfassungsfeindliche Organisationen, die ich jetzt nicht wieder aufzählen will. Die Ausbreitung des Islam in Deutschland geht mit dem massiven Anwachsen des muslimischen Antisemitismus einher. Eheschließungen von Muslimen werden auch in Deutschland vielfach von Imamen ohne standesamtliche Trauung vollzogen. So wird Zwangsheiraten, Polygamie, Verwandten und Kinderehen Vorschub geleistet. Im öffentlichen Raum ist die islamische Vollverschleierung mit dem Niqab oder der Burka immer häufiger zu sehen.
Selbstzensur unter Journalisten und Künstlern greift um sich, wo es um das Thema Islam geht. Sie alle kennen den Hohenberg-Roman Die Unterwerfung von diesem französischen Autor. Was sagt nun die Alternative für Deutschland dazu? Sie sagt, der Islam ist mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung Deutschlands nicht vereinbar. Dem steht nicht entgegen, dass die Mehrheit der Muslime in Deutschland rechtstreu und integriert lebt und auch Teil unserer Gesellschaft ist. Geben wir folgende Forderung. Verfassungsfeindlichen Vereinen muss der Bau und Betrieb von Moscheen untersagt werden. Moscheegemeinden müssen die Herstellung von Moscheen durch islamische Staaten oder ausländische Geldgeber bzw. deren Mittelsmänner soll unterbunden werden, weil dadurch die Einflussgesellschaft behindert. Wir fordern auch die Einführung einer Registrierungspflicht, der deutsche Staat Kenntnis davon bekommt, welche und wie viele Moscheen Vereine. Kennen Sie lange als das Minarett als islamisches Herrschaftszeichen ebenso ab wie den Muezzinruf, nachdem es außer gibt. Es handelt sich hier um den Ausdruck eines religiösen Imperiums. Moscheen. Eine Reihe von Moscheen in Deutschland tragen zum Beispiel den Namen Sultan Mehmeds II., was wir ablehnen. Imame müssen sich vorbehaltlos zu unserem Grundgesetz bekennen. Islamtheologische Lehren und bekenntnisneutralen und die Stellen sind einer bekenntnisneutralen Islamwissenschaft zu übertragen. Die Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu verleihen. Die AfD fordert ein allgemeines Verbot der Vollverschleierung in der Öffentlichkeit und im öffentlichen Dienst. Die AfD verlangt eine standesamtliche Eheschließung vor jeder religiösen Trauung, rechtlich wieder für verbindlich zu erklären. Es soll wieder in Kraft gesetzt werden. Im Ausland geschlossene Ehen gemäß dem Familienrecht der Scharia, die gegen unsere Gesetze in Deutschland rechtlich nicht anerkannt werden. Und strafrechtliche Verfolgung jeglicher Dschihad-Propaganda. Es darf kein weiteres Einsickern von Terroristen, beispielsweise wenn ein wirksamer Schutz der Außengrenzen nicht gewährleistet werden kann, muss Deutschland seine eigenen gültige Papiere sind abzuweisen, erfordert. So viel. Und die Haltung der AfD dazu. Danke. Nachfolgend eine Stellungnahme zur Situation. Zu erstmal eine Lagebeurteilung und dann unsere wesentlichen Vorschläge der Alternative für Deutschland. Zur Lage. Die innere Sicherheit in Deutschland nimmt ständig ab, vor allen Dingen in die öffentlichen Räume wie Straßen, Wege, Plätze, Parks, Schwimmbäder, Verkehrsmittel werden zusehends zu Risikoräumen, nicht zuletzt für Frauen. Und die zu einem hohen Grad hierfür verantwortliche CDU macht mit diesem Thema sogar Wahlkampf. Eine Verbesserung der Lage überhaupt vorstellt. Und die einzige Partei, die das sind wir, das ist die Alternative für Deutschland. Unsere wesentlichen Vorschläge, die sich eben auf vier Kern Justiz, dann drittens auf die wirksame Bekämpfung der Ausländerkriminalität,
und viertens die Beschäftigung mit der Kriminalität von Asylbewerbern und sonstigen Schutzsuchenden. Zu Punkt 1. Um die Lage zu verbessern, sind deren Eingriffsmöglichkeiten an die Herausforderungen anzupassen, sowie nicht zuletzt diejenigen Ursachen zu bekämpfen, die zu erhöhter führen werden. Wir fordern daher einen sicherheitspolitischen Befreiungsschlag, um den Schutz der Bürger an erster Die Situation ist eigentlich recht eindeutig. Die Polizei ist nämlich ausgezehrt. Jahrelange sogenannte Polizeireform beinhalteten Dies führte in allen Bereichen zu unzumutbaren und unverantwortlichen Mangelsituationen und in der Konsequenz zum in immer zahlreicher werdenden No-Go-Areas, in denen sich auch und ich als homosexuelles Paar nicht mehr reintrauen dürfen. Daher sind zunächst einmal die Stellenpläne im erforderlichen Maß aufzustocken, wodurch alleine sich allerdings Stellen vielfach nicht mit genügend geeigneten Bewerbern besetzbar sind. Und hier ist anzusetzen, indem der Beruf des Polizeibeamten wieder attraktiver wird, im erforderlichen Maße ist. Personalmangel, strukturelle Unzulänglichkeiten, unzureichende Ausrüstung und Bewaffnung treffen auf schlechte, empörend miserabel soziale Absicherung. Und durch höchst unterschiedliche Arbeitsbedingungen machen sich Bund und Länder zudem untereinander Konkurrenz und jagen sich gegenseitig die besten Beamten ab. Und damit muss endlich Schluss sein. Wir unter einheitlicher Führung den Aufbau einer Bundesbereitschaftspolizei, die allen Herausforderungen gewachsen ist. Bereitschaftspolizeien der Länder in die Bundespolizei mit der Option der Rückkehr in den Landesdienst, die Wiederbelebung des Einsatzes von Wehrpflichtigen im Grenzdienst, gleiche Besoldung bundesweit für Polizei, Soldaten und Rettungsdiensten mit einer der jeweiligen Gesundheits- bzw. Lebensgefährdung angemessenen Zusatzvergütung, eine bundeseinheitliche bundeseinheitliche Uniform, bundeseinheitliche modernste und lageangepasste Bewaffnung und Ausrüstung, unter anderem Bodycam, Taser, bundeseinheitliche Dienstvorschriften, Vorgangsbearbeitung, um länderübergreifende Sachbearbeitung zu ermöglichen, Wiederherstellung der freien Heilfürsorge mit privatärztlicher Behandlung, Übernahme von sowie Witwen- und Waisenrenten in Höhe der Pensionsansprüche des Endamtes bei Tod durch qualifizierten Dienstausfall. Vorschläge beziehen sich auf ebenfalls vier Kernpunkte, und zwar auf die Ermittlungsmöglichkeiten, Bearbeitungsmöglichkeiten, die Reform des Strafverfahrens und den Platz Täter und Gefangene zu schaffen. Die AfD setzt sich für eine schnelle Verbesserung der Justizorganisation ein. Die Justiz muss in allen Bereichen wieder schneller und zuverlässiger arbeiten. Im Strafsystem, die es der Justiz erlauben, so zu reagieren, dass die staatliche Reaktion insbesondere auf Straftaten oberhalb der Bagatellgrenze auf dem zu lange auf sich warten lässt. Ermittlungsmöglichkeiten sind zu verbessern, insbesondere im Zweifel ist das Recht der Bürger auf Sicherheit höher zu bewerten als das eines Straftäters auf informationelle Selbstverständlichkeit. Die Polizeibehörden sollen an kriminalitätsneuralgischen öffentlichen Plätzen und Gebäuden eine Videoüberwachung mit Gesichtserkennungssoftware nach unbekannten Tätern soll es erlaubt werden, vorhandenes DNA und
biogeografische Merkmale der gesuchten Person untersuchen zu lassen, um so zielgerichtete Maßnahmen zu ermöglichen. Dann ist es wichtig, die Reaktionsmöglichkeiten zu verbessern. Vor dem Hintergrund der steigenden Brutalität gerade jugendlicher Krimineller und der gravierenden Problematik jugendlicher halten wir es für wichtig und zweckmäßig, auf volljährige Täter das Erwachsenenstrafrecht anzuwenden und das Strafmündigkeitsalter auf 12 Jahre zu senken. Strafung schwerer Delikte, Signale der Warnung und Prävention aussenden sowie den verloren gegangenen Respekt bei diesen jungen Serientätern wiederherstellen. Und hierdurch wäre ausgeschlossen im Übrigen, mit Freizeitarbeiten geahndet werden kann. Gleichzeitig fordern wir eine Erhöhung des Mindeststrafmaßes für gefährliche Körperverletzungen eines Messers oder eines ähnlichen Gegenstandes auf Freiheitsstrafe von 1 Jahr statt bisher 6 Monaten oder 3 in minderschweren Fällen. Wir erinnern uns daran, Kirsten Heisig hat in ihrem Buch ein sehr empfehlenswertes Buch. Dann fordern wir Reform des Strafverfahrens. Die Strafjustiz hat derzeit mit einer Strafprozessordnung zu arbeiten, die noch aus dem 19. Jahrhundert stammt. Sie ist personell bedarfsgerecht zu stärken, die Verfahren sind durch geeignete Maßnahmen zu beschleunigen. Doch die Forderung an ein faires Verfahren zu wahren. So sind die Möglichkeiten des Strafbefehlsverfahrens ebenso wie die des beschleunigten Strafverfahrens zu verbessern. Für ausländische Gefangene schaffen. Auch hier unsere Gefängnisse quellen über. Zur Entlastung der innerdeutschen Justizvollzugsveranstalten, aber auch zur Erhöhung der Abschreckungswirkung des Strafvollzuges sind für ausländische Straftäter durch Vereinbarung mit ausländischen Anstalten einzurichten, die den Anforderungen der Europäischen Menschenrechtskonvention entsprechen, unter deutscher Leitung und der Anwendung deutschen Rechts stehen und zu denen jederzeitiger Zugang zu dienstlichen Zwecken ebenso möglich ist wie der Besuch von Angehörigen und Rechtsanwälten. Und von dort aus sollte unmittelbar die Abschiebung auch erfolgen. Dann wollen wir eine wirksame Bekämpfung der Ausländerkriminalität. Der erhebliche Anteil von Ausländern, gerade bei der zu wirksamen ausländerrechtlichen Maßnahmen. Und insbesondere können sich ausländische Kriminelle sehr häufig auf Abschiebungshindernisse berufen und sind auf diese Weise vor Abschiebung sicher. Wir fordern deshalb eine Erleichterung der Ausweisung, insbesondere die Wiedereinführung der zwingenden Ausweisung. Wir fordern die Wir fordern eine Ermöglichung der Unterbringung nicht abschiebbarer, nicht deutscher Krimineller im Ausland aufgrund bilateraler sein sollte grundsätzlich unbegrenzter Sicherungsgewahrsam für Gefährder. Auch so hätte sich Anis Amri im Edeka-Markt verhindern lassen. Die Einbürgerung Krimineller ist zuverlässig zu verhindern durch Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit durch bloße Geburt in Deutschland, weil hierdurch unter anderem werden können. Die Verschärfung der Ausschlussgründe für Einbürgerung beispielsweise bei Kriminalität. Und die Einbürgerung ist zuverlässig zu verhindern durch die Abschaffung des einklagbaren Anspruchs auf Einbürgerung. Und in folgenden Fällen soll eine Rücknahme erfolgen. Bei erheblicher Kriminalität innerhalb von 10 Jahren nach erfolgter Einbürgerung und bei Mitwirkung einer Terrorgruppe. Das sind nicht unsere Söhne oder unsere Töchter, sehr geehrte Damen und Herren. Und eine Rücknahme der Einbürgerung oder auch eine Ausbürgerung ist dann möglich bei Zugehörigkeit Krimineller zu kriminellen Clans.
Qualität von Asylbewerbern und sonstigen Schutzsuchenden. Wirksame Maßnahmen gegen den vorgenannten Personenkreis, insbesondere ihre Abschiebung, scheitern. Umständen wie bei anderen ausländischen Kriminellen, nämlich Unkenntnis der wahren Identität. Das ist ja auch recht einfach, wenn man hier ohne Passdokumente reinkommt und sich seine die Passlosigkeit, die Leistung von Widerstand, beispielsweise bei der Abschiebung, wir wissen das noch, ein Haufen krimineller Ausländer, zum Beispiel der Afghanen, konnte nicht ausgeflogen werden, geblieben. Und beispielsweise für diese Personengruppe böte die unter Ziffer 2.3 vorgesehene Überstellung in aufnahmebereite Staaten eben. Und dies bliebe nach derzeitiger Rechtslage auch bei vielen derjenigen Asylbewerber, bei denen die Möglichkeit, weil sie nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte bei bestehender Gefahr ihre menschenrechtswidrigen Behandlung im herkunftsgangenen Straftaten, das muss man sich mal vorstellen, und unabhängig auch von den von ihnen ausgehenden Gefahren nicht dorthin abgeschoben werden dürfen. Das muss man sich mal vorstellen, was hier alles möglich ist. Regime ausgeschlossen, sondern der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in den letzten Jahren die Anforderungen an menschenwürdige Behandlung in seinem Sinne stets verschärft und zuletzt sogar die Haftbedingungen in anderen EU-Staaten für Menschenrechts zu einem sicheren Hafen für Kriminelle und Terroristen aus der ganzen Welt geworden ist, indem man mangels Grenzen und den man nie wieder verlassen nachdem bisher Gasams für Gefährder nicht eingerichtet wurde, verzichten die etablierten Parteien damit auf die gesellschaftliche Notwehr und sonstigen Gefährdern. Wir als dieser Rechtsprechung für Deutschland zu beenden. Rechtskonvention an die heutigen Bedingungen, wozu zunächst Verhandlungen mit den anderen. Super. Ja, das alle überhaupt gar nicht. Deswegen Ihnen würde ich dann doch bitten, hinten dann ausnahmsweise aufzustehen, Ihren Namen zu nennen. Und dann versuchen wir das einfach mal so. Herr Gerwin, bitte. Welche konkreten Leistungen der... Das passt jetzt. Also entschuldige, ich verstehe die ganze Aufregung. ...macht die deutsche Wehrmacht, sondern ich habe gesagt, es haben deutsche Soldaten, ich habe darauf hingewiesen, dass François Mitterrand in einer großen Rede am 8. Mai 1995 exakt das gesagt hat. Und er hat gesagt, ja, das ist umso erstaunlicher, weil die Kriegsziele auch verbrecherisch waren. Meiner Meinung ist nachlesen, dass nach den neuesten Schätzungen Soldaten nicht in Kriegs gibt es in vielen Familien von Vätern, Brüdern und diese Zeit mit den Verbrechen der Führung deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen angesprochen. Und dabei jetzt muss ich tatsächlich gucken, ob einfach mal das
einfach ein bisschen Geduld in dem Fall. Eine Frage zu Ihrem Islampapier. Sie wollen keine ausländischen Imame mehr in Deutschland. Fakultäten, die also islamische Theologie unterrichten und Imame ausbilden sollten. Metzger von nebenan. Danke. Der Staat ist nicht dafür verantwortlich, dass die das mögen die hier in Deutschland lebenden Muslime unter sich ausmachen, wie sie ihre theologischen Studiengänge organisieren. So, der und Minarett lehnen wir ab. Diesen Widerspruch kann ich nicht verstehen. Ich kann nicht sehen. Wir haben deutlich gesagt, dass Muslime, die ihre Religion hier privat leben, dass die das natürlich dürfen und sollen. Da gilt die Religionsfreiheit des Grundgesetzes. Der Muezzinruf ist in der Tat höchst problematisch, weil er sozusagen auf Allah als den einzigen Gott Bezug nimmt und das Minarett ein Herrschaftssymbol ist. Wir lehnen alles ab, was dem Islam sozusagen eine öffentliche gesellschaftliche Stellung gibt. Iranischen Revolutionsführer Khomeini, der mal gesagt hat, der Islam ist entweder politischen Islam, der uns vorschreiben will, wie wir Frauen zu behandeln haben, wie wir unsere Gesellschaft aufzubauen haben, wie wir mit Menschenrechten umzugehen haben, den lehnen wir ab. Das bezieht sich auf der seine Religion alleine oder mit. Vom Tagesspiegel. Frau Weiler, Sie haben gesagt, kein Daumen heißen, also soll es öffentlich machen. Vielleicht können Sie das nochmal. Wir sind nicht in Amerika, die Privatsphäre. Das bedeutet, dass wir haben, Datenschutz gegen Fahndungsmöglichkeiten. Nehmen Sie das Beispiel der fälschlicherweise auf den Datenschutz. Wird dieses wertvolle Instrument den Strafverfolgungsbehörden im Wesentlichen aus der Hand geschlagen? Weil auf Facebook, dass das Oktoberfest sozusagen nicht gut besucht sei. Jetzt sagt die Festleitung, aber dieses Wochenende waren 100.000 Besucher mehr als letztes Jahr zur Eröffnung. Sagen Sie mir dazu. Ja, das weiß ich nicht, wie viele Besucher auf dem Oktoberfest jetzt sind. Ich bin keine Besucherin des Oktoberfests. Ich war noch nie da, Frau Böse. Kann ich Ihnen nichts dazu sagen? Warum verbreitet dann Ihre Partei solche offensichtlich falschen Meldungen? Weil sie höchstwahrscheinlich die richtigen Zahlen hat, zu denen ich aber nichts weiß, Frau Böse. Der Nächste, bitte. Ja, und den Ausführungen zur Kriminalitätsbekämpfung ein Schwerpunkt auf. Ich will Ihnen jetzt mal drei Fälle nennen. Im November 2016 vergewaltigt Hans B. eine 55-jährige Frau.
März 2017 tötet Hadi Diop. Werden von der AfD nie aufgegriffen. Warum nicht? Liegt das daran, dass das nicht. Also das ist kompletter Blödsinn. Sie greifen sich jetzt da drei Einzelfälle raus und allein für das Jahr 2016 ist doch Folgendes festzustellen. Und zwar, dass wir eine sich immer schneller drehende Gewaltspirale innerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben und die sich direkt ableitet aus der Zahl der tatverdächtigen Asylbewerber, vor allen Dingen bei Rohheitsdelikten. Da haben wir allein im Jahr 2016, haben wir in der Kategorie Mord eine Verdoppelung der tatverdächtigen Asylbewerber innerhalb von 365 Tage zu verzeichnen. Und dann haben wir auch einen Zuwachs von 100 gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Wir wissen täglich in Zeitungsberichten Vergewaltigungsfälle, wo Übergriffe auch auf Frauen vollzogen werden. Das ist doch gar nicht mehr von der Hand zu weisen. Und dramatischen Zahlen doch auch nicht mehr von der Hand zu weisen. Und dann haben von tatverdächtigen Asylbewerbern von 130%. Das sind die nackten Zahlen. Man kann sie auch immer und immer wiederholen. Da können Sie mit Ihren drei Beispielen gerne kommen. Hergibt. Und wir wollen endlich mal hier über die Ausländerkriminalität und auch über die Kriminalität, die sich abgeleitet hat, über die offenen Grenzen, Straftäter für Schwerstkriminelle offen sind, wollen wir darauf hinweisen und das lösen. Und gerne zum Detail, Herr Reusch. Die Antwort ist völlig ausreichend. Da möchte der Herr noch ein wenig mehr haben. Ja, gerne. Gerne. Wenn Deutsche informiert sind, nie von ihm aufgegriffen. Ja, weil es da im Wesentlichen keine Probleme dieser Mörder bekommt seine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Es wird eventuell auf Schwere der Schuld erkannt und Zeit von Jahren wieder in Freiheit gesetzt, mit größter Wahrscheinlichkeit. Bei ausländischen Straftätern geht es erstmal ins Bild bei der Gewaltkriminalität. Bei Ausländern, der vom Fach ist. Fragen treffen Polizisten auf der Straße, das gilt natürlich nicht für alle Deliktsfelder. Im Kapitalanlagebetrug sind Statistik ebenso wie bei darum geht es auf der Straße. Und die gilt es zu bekämpfen. Und bei Ausländern, ausländischen Kriminellen geht es um die Frage, wie schaffen wir es, die außer Landes zu schaffen, damit wir sie auf diese Weise hindern. Fokus. Der nächste Fragesteller, bitte. Das ist ja jetzt Aufgabe der Länder. Ja, also den Aufbau einer Bundespolizeibereitschaft im erforderlichen Umfang fordern. Bundespolizei. Das ist also Aufgabe des Bundes. Sie haben recht. Und da haben wir so unsere Zweifel, ob die Länder ihrer Aufgabe Polizei in erforderlichem Umfang aufzubauen und zu Länder haben in den letzten Jahren immer nur abgebaut. Und wenn ich der Presse glauben darf, dann hat die frisch gewählte Union entgegen allen Zusicherungen im Wahlkampf nunmehr den weiteren Abbau der Polizei beschlossen. Das ist, wenn die Länder das machen und praktisch
Ich müsste nur die entsprechenden Stellen ausschreiben. Hier im Land Berlin stehen die Polizeibeamten des Landes Berlin Schlange, um in den Bundesdienst zu wechseln, weil sie nämlich durch den bloßen Wechsel eine Bezahlung bekommen, die einer kompletten Beförderungsstufe mehr. Das will bundesweit entsprechend auszuschreiben, bevor man sich mit den Ländern geeinigt hat, dann kann der Bund selbstverständlich innerhalb kürzester Zeit die erforderlichen Bereitschaften. Die nächste Frage, bitte. Husemann von Reuters. Sie sprechen sich dafür aus, Straftäter, ausländische Straftäter, die in Drittstaaten errichtet werden sollen. Ist das nicht ein überhaupt nicht zu haltendes Versprechen? Können irgendein Staat nennen, der bereit ist, ein Gefängnis zu errichten, in dem Straftäter, die abgeschoben werden, aufgenommen werden? Ach, wissen Sie, das ist in erster Linie eine Frage des Geldes. Es gibt zahllose Länder auf der Erde, die würden uns sicherlich gerne gegen einen entsprechenden hätten zur Verfügung gestellt zu bekommen. Solange wir das da alles in der Kontrolle behalten, kann man auch keine Bedenken gegen erheben, denn wir wollen sie ja eben nicht, die Straftäter zum Beispiel, die eine Strafe abzubüßen haben, für eine deutsche Verurteilung. Wir wollen sie ja nicht irgendwo in der Wüste aussetzen oder Terrorregime überantworten, sondern wir wollen sie lediglich auslagern. Sie dann von dort aus unmittelbar abschieben zu können in ihre Heimatländer. ZDF, zwei Fragen an Frau Weidel. Frau Weidel, das ist die. Wo sehen Sie den Schwerpunkt der AfD? Wird das Kriminalität sein? Festlegen? Und die andere Frage, die Kollegen von Bento haben sich die Arbeit gemacht und kommen zu dem Schluss, dass lustig. Sehen Sie das intern klar ähnlich? Und okay. Wenn ja, wie gehen Sie als zukünftige Fraktionsvorsitzende damit um? Also erstmal zum Letzten. Das wird die Fraktion entscheiden. Ja, das ist noch viel zu früh, darüber jetzt zu sprechen. Wir haben einen gerichtlichen Beschluss erwiesen, als rechtsextrem zu bezeichnen. Und dieses Verfahren haben wir auch gewonnen. Also dementsprechend beantwortet das auch Ihre Frage, Frau Buchholz. Zum ersten der letzten Bundespressekonferenz auch diese Themengewichtung auch geschenkt. Es ist natürlich die Frage der inneren Sicherheit, denn die innere Sicherheit, das lässt sich eben nicht von der Hand weisen, ist eine direkte Folgewirkung. Fordern wir die Wiederherstellung der inneren Sicherheit durch konsequente Umsetzung der Forderungen, die wir jetzt eben angeführt haben, aber auch eine und Einwanderungspolitik. Wir brauchen hier eine Differenzierung. Wir fordern ja auch Vorbild, um eben auch Einwanderung steuern zu können. Und im Sinne der Asyl- und Flüchtlingspolitik wollen wir das Asyl können, bearbeitet werden können, unter Vorlage gültiger Ausweispapiere. Wir können so nicht mehr weitermachen. Allein schon wegen der Quantität nicht. Wir haben seit 1,7 Millionen Asylanträge. Und das lässt sich allein nicht mehr bewältigen. Jetzt ab März 2018 wurden jetzt von Seiten der Bundesregierung 390.000 Syrern der Familiennachzug gewährt.
Da wurde gestern in der Welt noch geschrieben, man rechnet von Seiten der Regierung mit einem Familienangehörigen pro Flüchtling. Realistisch mit dem Faktor 4 oder Faktor 5 nehmen, da landen wir allein für nächstes Jahr bei einem Zuzug in unsere Sozialsysteme, gegen den ja die das kennen wir jetzt ja schon. Im Programm steht das von der CDU, die Zuwanderung in die Sozialsysteme und so eine Situation wie 2015 darf sich nie mehr wiederholen. Wir erleben das genaue Gegenteil. Wenn wir den Faktor 4 oder 5 nehmen, dass die Einwanderung in unsere Sozialsysteme von allein fast 4 Millionen nicht etwas mit verantwortlicher, nachhaltiger Flüchtlings- und Asylpolitik zu tun, und genau das wollen wir ändern. Der nächste Fragesteller. Auch der Bundeskanzlerin erhebliche Kriminalität für 98 Terrorismusquote in Deutschland verantwortlich zu sein. Das ist ja ein schwieriger Punkt. Meine Frage ist, das Gesetz, dass Sie das hier sehen, und wie, was ist Ihre Erwartung, wie... Wir haben ganz deutlich gesagt, dass wir, wenn wir in den Bundestag einziehen, als erstes einen Untersuchungsausschuss über diese Flüchtlingspolitik haben möchten. Denn es gibt ja sehr uns mitgeteilt haben aus Kenntnissen, die wir nicht haben, dass Frau Merkel sozusagen persönlich verhindert hat, dass Herr de Maizière die bayerische Polizei und die Bereitschaftspolizei einsetzen konnte, um den Flüchtlingsstrom zu stoppen. Das wollen wir klären. Im Übrigen sind wir in der Tat der Meinung, dass Frau Merkel Gesetze verletzt hat, aber das ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Wir haben, das ist bekannt, Frau Merkel angezeigt. Das ist von der Staatsanwaltschaft nach einem Ermittlungsverfahren eingestellt worden. Insofern ist es dringend notwendig, dass wir im Bundestag auch die politischen Hintergründe aufarbeiten, damit man dann zu einem klaren juristischen Ergebnis kommt. Aber dazu sollen und wollen wir ja in den Bundestag. Weitere Fragen? Vielleicht lassen Sie einen Kollegen noch vor. Frau Weisen, Herr Gaulands. Ich stelle so, dass wir, also ich meine, in Ihrem Wahlprogramm gelesen zu haben, schon bei geringfügiger Kriminalität, bei Schwarzfahren, sollen Menschen, die sich dieser Delikte schuldig machen, auf Verweis ausgewiesen werden und die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt bekommen. Programmfassung, die in Köln in einem Hauruck-Verfahren zustande gekommen ist, bin ich extrem unglücklich. Die Version, die der zuständige Bundesfachausschuss 5 über die Bundesprogrammkommission dort vorgelegt hatte, sah anderes vor. Uns schwebte vor eine zwingende Ausweisung ab einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von es wäre ein grober Verstoß gegen die Verhältnismäßigkeit, jemanden wegen einer schon auszuweisen, je nachdem, wenn der seit 20 Jahren hier rechtschaffen und treu gelebt hat. Ist, dass die Bundesregierung ausgerechnet auf dem Recht geändert hat. Wir hatten früher im Aufenthaltsgesetz erstens eine zwingende Freiheitsstrafe aussetzen. Das heißt, in der Regel musste ausgewiesen werden und nur ausnahmsweise durfte der bleiben. Und dann gab es die Ermessensausweisung. Das hat man mit der Behauptung, die Ausweisung erleichtern zu wollen, alles aufgelöst in einen einzigen riesenhaften Paragraphen.
Paragraphen 53 fortfolgende des Aufenthaltsgesetzes und erklären Sie mir dann hinterher, ob Sie das überhaupt verstehen, was da steht. Tatsache ist, dass man jetzt de facto nur noch die Ermessensausweisung eigentlich nicht Zwingendes mehr, sondern es müssen immer Erwägungen getroffen werden, hin und her, kreuz und quer. Es dient alles dem Ziel, wir wollen keinen verlieren, insbesondere. Die hier vorne, Sie müssten bitte lauter sprechen, weil das Mikro kommt nicht zu Ihnen durch. Eine Frage von der Financial Times. Wenn Sie in den Bundestag einziehen, was wären Ihre Vorschläge für die Veränderung der Arbeitsweise im Plenum? Also, das muss man sich erstmal anschauen. Es hat keinen Zweck, von außerhalb des Bundestages Arbeitsweisen zu kritisieren. Über die Arbeitsweise im Bundestag selbst Erfahrungen gewonnen haben, kann man Vorschläge machen, die zu sozusagen kein theoretisches Thema und ist ja auch in unserer Programmatik nicht vorhanden. Das muss die Fraktion dann entscheiden, die mit den Regeln, die der Bundestag sich bis jetzt gegeben hat, arbeitet. Aber von der Außenseite, also gibt es Aspekte, mit denen Sie schon jetzt unzufrieden sind? Unzufrieden, dass manchmal Gesetze beschlossen werden von 20 Leuten. Sie kennen das alles. Debatten, die eigentlich wichtig sind, werden von wenigen Abgeordneten wahrgenommen. Da wird einem dann immer erzählt, ja, das ist die Ausschussarbeit, die ist wichtig. Das mag zwar sein, dass Ausschussarbeit wichtig ist, habe ich auch gar nichts dagegen, aber natürlich ist das Parlament der Resonanzboden gesellschaftlicher Entwicklungen. Also sind Debatten, wollen das Parlament wieder als Resonanzboden herstellen. Ich erzähle in meinen Wahlkampfauftritten immer, was nicht mehr funktioniert. Erinnern Sie sich an die berühmten Debatten, die Namen sind zum Teil Mandela, dann Rainer. Ist in Deutschland in einem Parlament noch das Radio einschaltete und Affäre über die Russland-Sanktion. Das gibt's alles nicht. Es wird alles sozusagen von zwei, drei Leuten vorgetragen und abgestimmt. Ich bin der Meinung, dass aber die sind leider Einzelfälle. Ich nenne immer Herrn Bo auf der anderen Seite. Wir werden herzustellen und vor allen Dingen in diesem Einheitsbrei eben eine echte Alternative zu sein und die auch. Der nächste Fragesteller, bitte. Hinten. Ja, Fabian von der Mark, von der Deutschen Welle. Zwei Fragen. Stark in den Vordergrund gestellt. Wir sind hier eigentlich alle Experten einig, dass. Keiner Silbe erwähnt. Woran liegt es? Nehmen Sie das Problem nicht ernst oder haben Sie da andere Konzepte? Und die zweite Frage, es steht immer noch eine E-Mail im Raum, in der Sie von einer Überschwemmung durch Holz kulturfremde Völker bereit ist, unter Eid zu versichern. Also, zum zweiten, zu dieser E-Mail-Sache. Es wurde bereits alles gesagt und ich werde diesen ganzen Blödsinn auch nicht weiter kommentieren. Sie können mich auch noch 5-mal oder 6-mal letztes Wochenende alles dazu gesagt. Zur europäischen Zusammenarbeit, die Europäische Union in diesen Kompetenzfeldern zusammenarbeitet. Es geht vor allen Dingen um einen Datenaustausch von Kriminellen, Gefährdern und von Terroristen. Und dazu könnte vielleicht Herr Niemand in der AfD beabsichtigt,
herauszustanzen und sämtliche Kabel zu kappen. Das ist Unsinn. Extrem gefährlichen Kriminalitätsfeld wie der Terrorismus, der länderübergreifende Zusammenarbeit. Die Dienste müssen zusammenarbeiten und zwar eng. Im Augenblick sind unsere bekommen, weil wir selber dank des Datenschutzes können. Deswegen bekommen die auch ein bisschen. Wir brauchen natürlich auch im Zusammenarbeit. Das Einzige, was die EU auf diesem Feld im Wesentlichen zusammenbringt, sind allerdings neue Behörden, schöne Beförderungsposten für verdiente. Also die EU ist ein bürokratisches Monstrum, das in der täglichen... So, jetzt habe ich Sie hier vorne und dann sind Sie, Herr Reuter. Frau Weide, Sie haben in Deutschland gesprochen. Ja, wo denn? Es gibt No-Go-Areas in im Nordrhein-Westfalen. Also in Berlin haben sie beispielsweise also Gefährdungslagen in Neukölln. Der Linie U1 in Kreuzberg, ich denke da vor allen Dingen ans Cottbusser Tor. Das würde ich auch schon als solche bezeichnen, weil das ist ein Schwerpunkt von Drogenkriminalität. Und wenn Sie sich mit Polizisten unterhalten im Vertrauen, die trauen sich da auch nicht mehr zu zweit hin, weil sie dann von Gruppen angegriffen werden, mit Latten und mit Flaschen beschmissen werden. Vor allen Dingen in, und das möchte ich Problemvierteln, mittlerweile ist es so, dass ich mit meiner Lebensgefährtin dort gar nicht mehr durchgehen könnte. Ja, sie haben auch die gewalttätigen Übergriffe, vor allen Dingen auf Homosexuelle. Gruppen sind auch immer dieselben, vor allen Dingen, wenn man dann in Berlin beispielsweise, gibt es auch ein interessantes Video dazu, wenn Pärchen von Menschen mit muslimischem Hintergrund, von Arabern mit Gürteln durch die Stadt quer über den Weg dann die Auswüchse, die ersten Vorläufer einer Homophobie und homosexuellen Feindlichkeit, die ganz klar auf dem Verständnis der Scharia eben auch gründet. Und sie werden dafür ja auch in Scharia geprägten Ländern aufgehängt. Und ich muss mich für die AfD benennt. Es ist eine Gefährdung. Und ich sehe ganz klar, durch die Politik der offenen Grenzen, durch den undifferenzierten Einlass von Religions- und die auf unser Grundgesetz, auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung pfeifen für die Freiheitsrechte der Homosexuellen und vor allen Dingen der Freiheitsrechte für unsere noch freie Gesellschaft stark gefährdet wird. Und das möchte ich nicht haben. Wir haben von biogeografischen. Ich kenne das. Und vielleicht in ein, zwei Beispielen, was Sie damit. Also es betrifft einen ganz bestimmten Paragraphen in unserem Strafgesetzbuch. Aber ich würde das gerne an Herrn Reusch weitergeben. Vielleicht wollen Sie das ausdifferenzieren, was man damit alles so machen kann. Diese Merkmale definieren die ethnische Abstammung. Das heißt, wir haben einen Vergewaltigungsfall. Es konnte Spurenmaterial gesucht. Gegenwärtig nach geltendem Recht können wir nur eine bestimmte Allelkombination feststellen. Dass der entweder schon in der DNA-Datenbank gespeichert ist oder
ihm eine DNA-Probe abnimmt und ihn auf diese Weise ermittelt. Man könnte natürlich viel zielgerichteter vorgehen, wenn man bestimmen könnte, dass der Täter zum Beispiel nordmitteleuropäischer Typ, das bietet der Polizei, wie Sie sicher unmittelbar einsehen werden, einen sofortigen Ansatzpunkt, nämlich im Umfeld des Tatortes Ermittlungen anzustellen, wer auf den diese Beschreibung passen könnte, käme. Das kann so rein DNA in irgendeinem relativ kleinen Ort ist eine Vergewaltigung geschehen und es sind im Prinzip alle Männer des Ortes verdächtig. Und dann werden die gebeten, doch so die 1500 DNA-Probe abzugeben. Und die, die sich weigern, die schaut man sich da mal abkürzen, wenn man wissen würde, nach welchem Phänotypus wir gerade in solch schweren deutlich zu beschleunigen. Oder haben Sie noch Fragen zu dem Thema? Die ganze Zeit von Vergewaltigung. Also es denkt, Ladendiebstähle sowas anzuwenden. Gut, vielen Dank, Herr Reusch.